Sie wirkt ruhig, ist aber nervös wie ein Rennpferd. Kann es kaum erwarten, in den Ring gelassen zu werden. Ich möchte Ihnen die Kontrahentinnen vorstellen. In der blauen Ecke, sie ist 29 Jahre alt, ihr offizielles Kampfgewicht 56,0 Kilogramm. Sie ist 1,65 Meter groß. Ihr Kampfrekord 8 Kämpfe, 8 Siege, davon 5 durch K.O. In ihrer Ecke Deidre Gogarty sowie ihr Trainer Bo Williford aus den USA, Kasha Chamblin. In der roten Ecke. Sie ist 26 Jahre alt und brachte beim gestrigen Wiegen 57,1 Kilogramm auf die Waage bei einer Größe von 1,68 Meter. Ihr Kampfrekord? 15 Kämpfe, 15 Siege, davon 7 durch K.O. In ihrer Ecke Volker Grill, Matthias Böhme, Valentin Silagi und ihr Trainer Michael Timm aus Mönchengladbach, die Weltmeisterin Ina Melzer. Der Ringrichter des Kampfes ist Daniel van de Wiele aus Belgien. Die Punktrichter Michael Huck aus Schweden sowie Manfred Küchler und Walfried Rollert, beide aus Deutschland. Das ist der Rücken von Ina Melzer und die Ecke mit Erfolgstrainer Michael Timm rechts. Volker Grill haben wir da noch gesehen und Keisha Chamblin, die Frau aus Lafayette in Louisiana, ihre Gegnerin. Die letzten Anweisungen von Ringrichter Daniel van de Wiele und es kann losgehen mit diesem WM-Kampf über 10 Runden a 2 Minuten. Im Federgewicht. Runde 1. Sie sehen kaum einen Größenunterschied, 3 cm, aber gleich ungestüm die Amerikanerin, über die es viel zu erzählen geht, gibt attraktiv allemal und ein Energiebündel. 8 Jahre war sie bei den Marines und hat dort Männer gedrillt und zwar bis aufs Messer geschliffen. Nahkampf, Überlebenskampf, das sind ihre Spezialitäten. Und da können Sie erahnen, was die schon ins Boxen mit eingebracht hat. Beide Boxerinnen für ihre Gewichtsklasse. Sie müssen immer bedenken, wir sind jetzt 15 Kilogramm leichter als zuletzt bei den Männern in diesem knallharten Mittelgewichtsduell. Also für ihre Gewichtsklasse bei den Damen sind sie harte Schlägerin. Und Ina Melzer ist vorsichtig genug, ihre Gegnerin hier erst einmal auszutaxieren, die ersten ungestümen Attacken abzuwehren und jetzt so langsam die Regie in dieser ersten Runde des Kampfes zu übernehmen. Ihr letzter Fight war ja erst im September. Diesmal nicht ganz so lang die Vorbereitung. Michael Timm sagt, er muss sie eher bremsen, Ina Melzer, die immer noch ein wenig mehr trainieren möchte. Also eine, die so richtig motiviert ist. Hast du gleich das Geschehen an dich gerissen, ne? Ina, der Teilwertschlag, wenn sie mit der Lenken kommt, ne? Merkst du das? Ja. Ja, der trifft. Bleib auf der langen Distanz, wenn sie kommt. Lange, Jab, Jab, wenn sie kommt, ja, bam, oben das Ding gegen. Ja? Und dann rechts rum rausnehmen. Schluck Wasser. Und oben. Auch mal ruhiger bleiben. Ruhiger bleiben, ne? Nicht, ne? Dass du auch mal locker schlägst. Nicht alles hart schlagen, ne? Gut?
Drei klare Treffer sehen wir hier von Ina Menzer. Also Aggressivität allein wird Kesha Chamberlain nicht ausreichen. The Fighting Marine in ihrem Marineanzug in der zweiten Runde von 10 Angesetzten. Also die Nervosität ist längst abgelegt bei Ina Menzer. Natürlich haben sie weiter an der Technik geschliffen. Sie soll auch mal nach links und nach rechts weggehen. Grundsätzlich ihre Angriffe so durchdacht wie möglich vorbereiten, ihre Gegnerin fixieren. Das können Sie alles in diesem Moment gut beobachten. Und dann funktioniert sowas auch. Sehr schöne Kombination. Wilde Antwort von Kesha Chamberlain. Also der nötige Mut fehlt der Frau im Rang eines Hauptmanns der Marines nun wirklich nicht. Aber die boxerische Qualität in ihrem neunten Kampf kann sie die natürlich noch nicht wirklich haben. Trainer Michael Timm ist zufrieden mit seiner Boxerin und sicherlich auch ihr Freund Dennis, Maschinenbaustudent, seit 4 Jahren mit Ina Menzer zusammen. Denkst du das? Wie gut das geht, ne? Ganz locker bleiben, ausboxen, ne? Wasser. Du bist doch schneller als sie. Siehst du doch alles, ne? Sie macht, sie lässt die Beine immer stehen, wenn sie steht. Siehst du doch, ne? Find hier selber auch einen Konter mit dem Jeff, ne? Na, Kontakt von so, meine, ne? Ja, versuch ruhig lang, ne? Ja, rechte Aufbetrachtung war sehr gut. Aber auch mal ein Körpertreffer, wenngleich die Schlagkraft dann doch noch nicht wirklich sichtbar ist. Von Kesha Chamberlain, der jungen Mutter. Versucht drin zu bleiben im Bereich, im Schlagbereich. Und weiche hier geschickt aus. Dritte Runde. Bisher läuft alles nach Plan für die Titelverteidigerin aus Mönchengladbach. Dort ist sie Sportlerin des Jahres geworden, als sie den Titel letztes Jahr holte und dürfte sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Aber allmählich gewinnt Ina Menzer auch bundesweit an Popularität und boxerisch an Kontur. Kesha Chamberlain hat jetzt gemerkt, dass sie vorsichtig sein muss. Versucht schnell die Fäuste vor den Kopf zu bringen. Und ungestüm ihre Gegenoffensive. Täglich nach der Arbeit als Rechtsanwaltsgehilfin in Lafayette, einer knapp 200.000 Einwohnerstadt in Louisiana, trainiert sie 2 bis 3 Stunden. Dazwischen versorgt sie ihren 6-jährigen Sohn, also wirklich ein strammes Programm. Was diese Frau aus den USA täglich zu bewältigen hat. Power, power. Fresh. Don't give it that.
Ina Menzer dagegen konzentriert sich seit ihrem Titelgewinn im Oktober vergangenen Jahres ganz aufs Boxen. Ihr Betriebswirtschaftsstudium ruht. Pass auf, dass sie dich nicht annagelt mit ihren beiden Händen. Links und rechts. Du musst Druck machen gegen sie. Und pass auf, dass du nicht in ihrem Schlagbereich bleibst. Sie ist stark mit beiden Händen. Acht auf ihre Rechte. Okay, mach Wasser. Ist okay, gut.